Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Heute dem ersten Shop in der neuen Season. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal den neuen Shop gemeinsam an. Und der ist leider relativ unspektakulär. Wir haben leider keinen neuen Skin, keinen neuen Emote. Ja, nichts Neues drin. Relativ schade dafür, dass ja eigentlich heute doch von Donnerstag auf Freitag war, wo ja eigentlich immer ein neuer Skin oder ein neues Set in den Shop kommt. Heute anscheinend nicht. Vielleicht updatet sich das noch im Laufe des Tages. Wir werden es sehen. Ich werde euch jetzt natürlich trotzdem alle Items nacheinander vorstellen. Vorher wollte ich aber nochmal ganz kurz Danke sagen. Danke nämlich für euren unglaublich krassen Support in der letzten Zeit. Ich weiß das wirklich mega zu schätzen, auch wie viele Leute mich hier wieder neu als Creator im Shop eingetragen haben. Ist wirklich super, super lieb. Supportet mich einfach und ermöglicht mir überhaupt diese ganzen Gewinnspiele hier zu machen, weil ich zahle das alles aus eigener Tasche und es wäre nicht möglich ohne euch, dass ihr hier Snoxy als Creator eintragt. Ich nutze das einfach, um euch halt damit was wiederzugeben und ja, deswegen, falls ihr noch krass weitere Giveaways sehen wollt, einfach nur Snoxy eintragen, wäre mega, mega lieb von euch. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit dem heutigen Shop und zwar mit dem Himmelsjäger-Set für 2000 V-Bucks. Das ist ja der Himmelsjäger-Skin. Ich finde ihn okay. Am Anfang fand ich ihn ganz cool, habe ihn auch ein bisschen gespielt. Der Backpack gefällt mir persönlich eher nicht so. Ich fand halt dieses Outfit mit dem grauen Mantel ziemlich nice. Dazu hat er so eine Gasmaske drauf. Ich würde sagen, für 1500 V-Bucks hätte ich ihn vielleicht noch empfohlen. Für 2000 V-Bucks würde ich jetzt aber nicht empfehlen, sich diesen Skin besonders zu kaufen. Dann haben wir noch passend dazu die Propellerhacke für 800 V-Bucks. Ja, eine ganz lustige Hacke. Da kommt so hier aus diesem Auspuff kommt so ein bisschen Rauch raus. Ist aber in meinen Augen jetzt nicht die coolste Hacke, deswegen würde ich sie eher nicht empfehlen. Und da kommen wir schon zum nächsten Slot. Und zwar haben wir da diese Rockstar, die Punk-Skins drin. Garagenband heißt das Set. Das ist einmal die Cynthia und dann das Bühnenmonster, die beiden Skins, der männliche und der weibliche. Er hat so eine Trommel auf dem Rücken und sie hat eine Keytar, heißt es, glaube ich, oder Keytar, genau. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz lustiges Set. Dazu haben wir noch den Leadschwinger, so ein Mikrofonarm für 500 V-Bucks. Ich spiele auch mal kurz den Sound ab. Und dann, auch wenn es, glaube ich, nicht Teil des Sets ist, haben wir in dem Slot noch den heißen Schlitten für 1500 V-Bucks. Ein richtig geiler Gleiter. 1500 V-Bucks ist auch ein guter Preis dafür. Ja, ist einer der heftigsten Gleiter, die es meiner Meinung nach überhaupt gibt. Erinnert mich auch so ein bisschen an den DeLorean aus Zurück in die Zukunft, falls jemand von euch den Film kennt. Mein absoluter Lieblingsfilm. Und ja, deswegen kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal den Hula-Emote drin. Vor allen Dingen mega passend zu dem Skin hier. Die Musik hört sich auch so ein bisschen nach SpongeBob irgendwie an. Ja, cooler Emote für 800 V-Bucks, kann ich empfehlen. Dann haben wir noch den Sichelschläger drin für 800 V-Bucks. Jetzt, da die Sicherheit zurück ist, würde ich die nicht mehr unbedingt empfehlen. Hat halt einen coolen Sound. Und ja, das Design ist auch ganz in Ordnung. Dann haben wir noch den Glassteinflieger drin. Finde ich persönlich jetzt eher nicht so cool. Für 500 V-Bucks würde ich mir wahrscheinlich eher nicht holen. Dann haben wir noch den Total Nullpunkt drin für 1200 V-Bucks. Einer der ältesten Skins überhaupt. Passt jetzt eigentlich ganz gut zur neuen Season, dieses Arctic-Design. Und ja, dafür finde ich eigentlich ganz nice. Dann haben wir noch die Taktikoffizierin drin für 800 V-Bucks. Einer der coolsten Default-Skins kann man es ja schon fast nennen, die es gibt, denn sie hat so ein pinkes Outfit, ein lilanes Outfit und ich finde, das hebt sich deutlich von den ganzen anderen normalen Outfits ab, deswegen, ja, 800 V-Bucks finde ich ist ein super Preis dafür, habe ich mir auch direkt geholt und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Fingerwedler für 200 V-Bucks, genau, man sagt es einmal, heute nicht. Geht ja auch hier nicht heute, Kumpel. Ja, ist eigentlich ein ganz lustiger Emote für 200 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Shop. War jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend, nichts Neues drin, nichts Überraschendes. Deswegen, ja, von mir gibt es heute eher einen Flop. Ihr könnt ja wieder rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop auch fandet. Wenn euch das Daily Shop-Video hier gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und ich werde jetzt noch schnell das Giveaway von gestern auflösen. Da hatte ich ja 15 Mal den neuen Battle Pass verlost. Also hier diesen Battle Pass hatte ich ganze 15 Mal verlost. Da werde ich nämlich das so machen, dass ich einfach euch hier die 1000 V-Bucks schenke. Heißt, ihr habt dann sogar noch ein bisschen V-Bucks über, die ihr auch noch nutzen könnt. Und alles, was ihr tun musstet, um ja an diesem Gewinnspiel, an diesem Special-Gewinnspiel teilzunehmen, ist ja einfach nur, mich als Creator einzutragen, also hier Snoxy reinzuschreiben, denn darüber finanziere ich ja das Ganze. Und die Gewinner vom gestrigen Giveaway sind, ich muss das jetzt mal kurz alles nacheinander vorlesen, denn ich habe mir hier eine Liste gemacht mit all den Namen der Gewinner. Also hier, das ist einmal TheAndy7, dann der Luca, der Jan-Niklas24, der Alessio9000, der Mika9513,
der Tim Lowald, der Dominik Dinsel, der David-1304, der Peter Uhl-123, der Jonas-BLN361, der Yannick EST, der Samuel B24, der FIFA-Player 989, der Einfach-Laurin und dann auch der Linus.Saffer. Ihr habt heute die 1000 V-Bucks gewonnen, um euch den neuen Battle Pass zu holen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ich werde euch alle auf Instagram anschreiben. Das sind wieder extrem viele Texte. Ich werde heute bestimmt wieder ein, zwei Stunden nur mit den Leuten schreiben, weil ich muss immer fragen, auf welcher Plattform spielt ihr, weil wenn zum Beispiel jemand auf der Xbox spielt, dann muss ich halt, oder dann will ich ihm natürlich auch Xbox Live-Guthaben holen oder auf der Switch dann eine eShop-Card und so, dass halt jeder sich das auch in seinem Shop holen kann, weil es wäre halt irgendwie doof nur zu sagen, hier, holt euch von der Passive-Card irgendwas. Ich will das natürlich auch halt, möglichst angenehm für euch machen, deswegen, werde ich euch heute alle nacheinander schreiben und euch die ganzen Codes zu schicken und, deswegen schaut gerne mal bei Instagram rein und, das war's dann erstmal zu den heutigen Gewinnspielauflösungen. Ich hoffe halt, euch gefallen die ganzen Giveaways. Ich gebe echt Mühe, hier möglichst viel für euch rauszuhauen und jetzt gerade in der Weihnachtszeit möglichst viel an euch wieder zurückzugeben. Deswegen vielen Dank für euren krassen Support. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und dann würde ich sagen, habt alle noch einen entspannten Tag. Wie gesagt, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen auf das Video da lassen. Und dann hören wir uns nachher wahrscheinlich zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein. Tschüss!